Herzlich willkommen, Rudolf Seiler. Wir sind heute hier, um gemeinsam mit dem Deutschen Gehörlosenverband, um einfach ganz klar zu sagen, heute ist der Europäische Protesttag. Das heißt, alle Gehörlosen finden sich zusammen und kämpfen gemeinsam mit allen Behindertengruppen zusammen. Das Gleichstellungsgesetz, das ist uns allen bekannt. Und es gab da schon so viele Veränderungen. Es muss halt ganz klar sein, wir haben schon so lange darauf gewartet und haben schon so lange dafür gekämpft, aber es ist immer noch nicht klar, inwiefern was umgesetzt wird. Es muss einfach alles mal ein bisschen schneller gehen. Wir warten schon so lange darauf, dass es tatsächlich umgesetzt wird. Alleine schon, was das Thema Gebärdensprache angeht, dass wir das einfach brauchen, um teilhaben zu können, um kommunizieren zu können. Das ist einfach für uns total wichtig. Von der Forderung bis zur tatsächlichen Umsetzung ist immer noch so viel Zeit ins Land gegangen und es ist immer noch nicht so weit, dass wir sagen können, ja, wir sind zufrieden, weil immer noch nicht die Forderungen, die wir haben, erfüllt werden. Wir hängen der Zeit hinterher in allen Bereichen und es ist halt wichtig, dass es jetzt nicht bald ist. Der Kampf für ein Gehörlosengeld ist ganz zentrale Forderung, die mit dazugehört. Aber jetzt sind sie nicht mehr zu halten, denn die Trommlerinnen und Trommler sind da. Die werden den Demonstrationszug anführen. Und ich sage euch mal eins von hier oben gesehen, es sind noch viel mehr geworden in den letzten Minuten. Also auf zum Brandenburger Tor, lautstark Bundesteilhabegesetz, jetzt! Yeah. Yeah. Ohne Ausgrenzung, ohne Diskriminierung. Dafür sind wir auf der Straße und alle Touristen und alle Touristinnen, die hier sind, können sich uns gerne anschließen, wenn sie uns versuchen.
Jahre sind vorbei, jetzt fordern wir eine Änderung der Entlehnung in die BFBMs, wie eben gesagt. Ein Teilhabegesetz, das einkommens- und vermögensunabhängiges Teilhabegeld inklusiv hat. Aber schnell das Ganze. Verarbeitet muss auch gerecht entlohnt werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank dem Chef des BSK, Gerwin Matisiak. Und so wie wir fordern, nichts über uns ohne uns, reden wir natürlich nicht nur über die Politik, sondern auch mit der Politik. Und deswegen freue ich mich, dass die behindertenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion mit hier sind und bitte Sie jetzt hier mit aufs Podium. So, und ich sage schon mal, während Sie hier raufkommen, es sind also, und ich gehe mal nach der Stärke der Fraktion, für die CDU-CSU Uwe Schummer, für die SPD Kerstin Tack, für die Linke Katrin Werner und für die Grünen eigentlich Corinna Rüffer. Sie ist krank geworden und deswegen ist kurzfristig der rentenpolitische Sprecher Markus Kurt eingesprungen. Aber er ist ja vielen bekannt, weil er die letzten Jahre im Bundestag auch schon behindertenpolitischer Sprecher war. Also herzlich willkommen den Sprechern allen vier Fraktionen. So, und ich möchte mit einer kurzen Einstiegsrunde an alle vier anfangen. Vielleicht teilen sich das Mikro mal zwei jeweils. So, und wir haben ja heute schon einige Reden von Betroffenen mitgehört und deswegen meine Frage an Sie, ist Behinderung in Deutschland ein Armutsrisiko und wenn ja, finden Sie das gerecht? Und ich würde vorschlagen, Herr Schummer, fängt mal an. Derzeit ist es so, dass Behinderung, sobald Assistenz gebraucht wird und andere unterstützende Maßnahmen in die Armut führen. Das ist etwas, was mit einem neuen Bundesteilhabegesetz geändert werden muss. Das Bundesteilhabegesetz muss das Thema rausholen aus der Fürsorge der Sozialhilfe. Und das wird auch eines der zentralen Themen sein, die wir auf Bundesebene mit dem Bundesteilhabegesetz angehen werden. Das ist eben auch vermögensunabhängig und auch von den Einkünften unabhängig, weitestgehend zu finanzieren ist. Kann nicht sein, dass jemand, der heiratet, eine Partnerschaft eingeht, dass dann auch diese Partnerschaft mit der Geisel der Armut kombiniert ist, weil alle Vermögenstatbestände hinterher mit berücksichtigt werden. Es gibt auch ein Recht auf Liebe, ein Recht auf Familie und zusammenzuleben und das ohne Angst vor Armut. Das ist ein Teil, das im Bundesteilhabegesetz mit einfließen wird. Da kommen wir ja gleich noch ein bisschen im Detail auf das Bundesteilhabegesetz. Nochmal die Frage weiter an Katrin Werner. Ist Behinderung ein Armutsrisiko hier in Deutschland? Ja, Stand jetzt, heute, es ist so. Ich kann mich natürlich dem nur anschließen, was gesagt wird. Aber auch vorhin wurde gesagt, seit 5 Jahren... Der Vertrag von Union und SPD, in dem über 20 Arbeitsaufträge in Richtung Inklusion aufgenommen worden sind. Und dazu gehört eben auch, dass wir jetzt in den nächsten 2 Jahren das Bundesteilhabegesetz umsetzen werden. Ich kann jetzt nicht über meine Vorgänger aus den 70ern, aus den 80ern, aus den 90ern, der ersten Dekade von 2000 berichten, aber dass wir jetzt rangehen und umsetzen wollen und Sie uns daran zu messen haben, das ist die Botschaft, die von hier aus ausgeht. Katrin Werner, die Linke hat in den letzten 15 Jahren in jeder Wahlperiode einen Antrag für ein Bundesteilhabegesetz eingebracht. Die sind alle abgelehnt worden. Waren es einfach schlechte Anträge oder war es die falsche Partei? Also jetzt wird mir jetzt zugeflüstert so ein bisschen und auch von da beides. Ich glaube schon, das hängt auch mit der Partei zusammen. Und das kann ich auch ein Stück weit auch als Kommunalpolitikerin sagen. Denn auch da haben wir immer vor Ort versucht, eben Inklusionsfragen voranzubringen. Und es hat 4 Jahre gedauert oder 3,5 Jahre, bis zumindest in Trier der Punkt war, wo es nicht mehr die Frage ist, ob es von den Linken kommt, sondern 3,5 Jahre hat es gedauert, dass man sagt, wir machen einen gemeinsamen Aktionsplan für die Stadt Trier. Ich meine, insofern kann man hoffen, wenn wir in dieser Wahlperiode gemeinsam, und das wurde ja hier auch immer wieder gesagt und in Treffen, dass wir fraktionsübergreifend arbeiten wollen, dass man endlich diesen Weg geht, dass es eben weg von der Partei ist und da sagt und dass man auch Hinweise aufnimmt von uns, von den Linken, sie mit einarbeitet. Und ich möchte schon nochmal auf diese 41 Jahre oder auf 15 Jahre schon eingehen. Ich finde halt auch, wenn es jetzt angekündigt wird, dass man in 2 Jahren, ich finde auch 2 Jahre, eine ewig lange Zeit in Anbetracht dessen, dass es eben alle Vorschläge gibt, dass es Gesetzesvorlagen schon gibt. Und ich finde, wir müssen jetzt in die Diskussion und nicht noch 2 Jahre warten, bis eine Vorlage kommt, weil
Das wurde vorhin ja auch angesprochen, dass die Landesregierung, aber auch die kommunalen Parlamente, sie brauchen Antworten auf den Weg dahin. Und es funktioniert eben nur mit einer Unterstützung von Berlin und durch Berlin. Und wir wollen vor Ort umsetzen, denn die Rechte, die wir haben, die sind in den Gemeinden und in den Städten. Dort werden sie umgesetzt. Und ich finde nicht, dass die kommunalen Parlamente und die Leute vor Ort noch 2 Jahre warten können, um eben die Sachen umzusetzen. Und ich finde, 41 Jahre oder auch jetzt 15 ist lang genug und wir müssen es jetzt umsetzen. Und das Mikro gebe ich weiter an Kerstin Tack von der SPD, weil wir fangen eben ja wirklich nicht bei null an. Und Sie haben ja die Ministerin, die federführend ist für das Bundesteilhabegesetz, Andrea Nahles. Ich will Ihnen sagen, auch die Verbände, die Behindertenverbände und die Initiativen haben alle Vorschläge gemacht, aber die sind mitnichten geeinigt. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir in den nächsten 2 Jahren das Gespräch mit den Beteiligten suchen, um auch gemeinsam auf dem Weg der Beteiligung und wo, wenn nicht bei diesem Gesetz, sollten wir das auch ernst nehmen, wollen wir Beteiligung organisieren. Und das braucht auch diese Zeit, denn nichts wäre verheerender als ein Schnellschuss um Bundesteilhabegesetz. Und wir stehen hier und haben einen Großteil Unzufriedenheit provoziert. Deshalb nehmen wir den Grundsatz ernst und sagen Beteiligung und Diskussion über die Vorschläge, die wir kennen. Und ich finde, dass wir mit dem Gesetz, was wir in 2016 verabschieden, sehr wohl einen ambitionierten Weg vor uns haben. Denn wir wissen, auch Sie wissen, dass die organisiert sind in vielen, vielen Vereinen und Verbänden, dass man sehr klar seine eigenen Vorstellungen empfinden kann, dass man aber nur im Gespräch mit anderen und im Austausch auch zu geeinigten Vorstellungen kommt. Und deshalb werden wir diese Zeit miteinander für genau diese Erarbeitung bringen. Und ich will mal sagen, wenn ich mir angucke, wie andere Gesetze gemacht werden, dann wollen wir gerade nicht etwas vorlegen und dann sagen, rede drüber und sagt, was er meint, sondern wir wollen Beteiligung ernst nehmen. Das Bundesministerium hat fest zugesagt, einen sehr großen Beteiligungsprozess zu organisieren. Ich halte das für richtig, gerade weil wir wissen, dass es keine geeinigten Vorschläge gibt. Und deshalb werbe ich dafür, diesen Prozess jetzt mitzugestalten, mitzumachen, sich einzubringen und dem Ganzen einen produktiven Verlauf zu geben. Ich will noch mal sagen, dass ich es richtig finde, dass wir an der Stelle auch fraktionsübergreifend. Die Leute sagen, die Zeit ist gut.